Nicht wirklich so verschwenderisch? Das kenne ich ja gar nicht von mir. Ist es die MK eigentlich? Das ist die MK. Ja, ist nicht schlimm. Die End hat eh eigene Vorschriften. Also von daher. Scheiße. Och nö. Das war total fail. Och Mann, warum ausgerechnet da so eine scheiß Fallgrube, wo ich einfach gerade stehen bleiben wollte, um meine Waffen wieder zu wechseln. So, Sekunde mal. So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich habe mich gerade sogar im Board geschnitten. Ich musste kurz meine Kopfhörer wieder richtig hinmachen, damit ich auch was höre. Nix da, mein Freund. Niemand. Nein, nein, nein. Du hast mich. Arschloch. Jetzt wissen die anderen auch, dass ich da bin. Natürlich. Ha, Headshot. Alles leer? Was? Ich glaube, ich muss noch mal kurz einen kleinen Abstecher machen. Stirb. Ha, hab dich. So, kommt die Verstärkung angerannt. So, einer weg. Hi. Tot. Tot. Noch einer. Noch zwei. Wo kommen denn die Schweine alle her? Ja, schön in die Beine reinhauen. Ist immer gut. So, ich glaube, das waren alle. Und ich höre immer noch einen rumballern. Wo bist du, mein Freund? Da, komm doch. Hi. Ha. So, das muss jetzt aber gewesen sein hier. Wow. Das war's immer noch nicht. Ach, da kommen schon wieder neue. So. Das war's jetzt aber. Ja, also. Ich muss mal kurz einen Abstecher machen, bevor wir weitergehen. Ich gehe kurz zu einem Zwischenort. Muss mir ein bisschen Munition abholen. Hier gibt es zwar auch eine Waffe, aber die möchte ich nicht mitnehmen, weil sie sonst an einem anderen Ort fehlt, wo ich sie dann benötigen würde. Erkläre ich alles später, wenn es dazu kommt dann. So, hier ist so ein kleines Häuschen. Hier können wir uns Munition schnappen. Vorausgesetzt, wir sind nicht allzu laut. Deswegen optimiere ich mal kurz wieder meine Tarnung. Ihr kennt das ja. Guck mal, hier ist sogar nochmal um 5% besser. So, ich weiß, dass ich von unten her auch reinkomme. Also muss ich gar nicht die Haupttür nehmen. Weil da ist auch wieder so eine Falltür, wie da in dieser verlassenen Fabrik, wo es Sokolov war. Wo wir dann auch später geflüchtet sind vor den Wachen. Und die ist da, oder? Ist die? Ja. Ja, da leuchtet es. Also da kommt halt so ein kleiner Schimmer durch. Oder ist es die? Ja. Ja. Kann ich durch. Hallo. Oh, bitte nicht einsammeln. Bitte nicht einsammeln. Ich glaube, das ist nämlich die Waffe. Ja, ich möchte die Die M63 nicht einsammeln. Ach, der läuft weg. Okay. Ja, wir sind halt praktisch komplett nackt.
Aber macht ja nichts. Bumm. M37 Muni, ja klar. Die brauche ich zum Beispiel. Ich hoffe, dass sie mich jetzt nicht durch das Fenster sehen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Hallo? Hallo? Ist da überhaupt einer? Hm. Ah. Hehe. So kann ich sie ablenken. Jetzt kommen die hier rein und ich verstecke mich hinter dem. Total schlau von mir. Jetzt wecken die nämlich den Typen wieder auf. Cool, mitten im Funkspruch natürlich abbrechen. Gefällt mir. Schalldämpfer. Noch ein Schalldämpfer, cool. Arschloch. Wenn ich, what the, der schießt mich ab. Komm zu Papa. Hi. Oh, geil. Komm. Oh, Entschuldigung. Jetzt geht's ab. Oh, ja. Oh, Baby. Ja, da hilft dein Schild auch nichts mehr. Ey. Oh, Baby. Die haben sowas von die Arschkarte gezogen. Bis wir hier dieses kleine Spielzeug dagelassen haben. Wer schießen hier eigentlich gerade? Hallo? Egal wer da schießt, der trifft nicht. Komm, wir gucken mal nach. Hi. Tschüss. Hi. Tschüss. So. Bisschen brutal heute in diesem Part, beziehungsweise halt in der Aufnahme. Noch welche? Was soll denn das? Oh Gott. Nee, die halten dich. Da muss ich sie hierher locken. Kommt mal her, Freunde. Kommt mal her. Kommt mal her. Ich habe hier ein Spielzeug. Das möchte ich euch mal zeigen. Warum läufst du jetzt hinter mich? Ich schieß dir die Beine weg. Ich schieß dir die Beine weg. Sag ich doch. Ich komme an meine Mittel. Das ist so. Ach, hier bin ich. Okay. So, jetzt sind alle tot. Sie wollten es ja nicht anders. Pech gehabt. Ach, guck mal, hier wäre auch eins gewesen. Gehe ich noch kurz hier hin. Ja, brauche ich nicht unbedingt, aber ich glaube, so eine Calorie Mate nehme ich mit. Dann esse ich den hier. Die Krabbe. Ja, gell? So. Ach ja, wäre mal Zeit hier für einen Frühjahrsputz. Hier liegen überall solche komischen Leute rum. Ihh. Nix da. Will mir so ein hässliches Ding anzapfen. Oh, die Batterie ist ja fast leer. Komm, wir essen die Pilze. So. So geil. Batterie ist wieder aufgeladen. So, ich tue mich wieder in Dschungel-Style tarnen. Das wäre, glaube ich, die hier. Ja.
Passt einfach besser zur Atmosphäre. Da oben ist ein Hornissennest. Jetzt möchte ich mal was probieren. Ich habe mal was gelesen. Jetzt pass mal auf. Jetzt nehmen wir mal diese Hornisse. So. Und schießen jetzt das Ding runter. Das da. Jetzt kommen die ja und die gehorchen uns. Richtig? Richtig. Jetzt haben wir das rohe Hornissennest. Was passiert jetzt? Ich habe irgendwie mal gelesen, dass es da eine Nahrung gibt. Irgendwie, wenn ich dann ein Hornissennest habe und das mit der Hornissentarnung habe, dass da irgendwas Besonderes draus wird. Ich habe aber keine Ahnung, ob das stimmt. Wir verfolgen uns halt die scheiß Hornissen. Pass mal auf. Ist jetzt auch scheißegal. Ich probiere das mal alleine aus. Die sollen ruhig verpissen. Ich habe euer Hornissennest zwar dabei, aber das müsst ihr jetzt nicht wissen. Blöde Hornissen oder Bienen oder was auch immer. Grant me the strength to take this final prey. Let me linger in this world just a little longer. I have already slept enough for one lifetime. Enough for an eternity. You have my thanks. I have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been bitter. Sleep. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my Grant final hunt. Albrecht. Sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into three areas, a river, a plateau, and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the End has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over 100 years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. What is he, some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest, too. So in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. Das Scharfschützenduell.
gegen die End. Ein richtig cooles Match, aber auch sehr anspruchsvoll. Wir werden unser Scharfschützengewehr brauchen. Definitiv. Mir fällt das Zigarrengas weg, ey. Ganz ehrlich. Damit kann man nichts anrichten. Da. Ich glaube, ich sehe ihn sogar schon. So das? Ja, das ist so. Da. Yes. Danke. Spätestens hätten wir übrigens hier das Scharfschützengewehr gefunden, nämlich in dem kleinen Häuschen da. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man es wie die gleich von Anfang an hat. Bei ihm ist es eh anders. Wenn wir ihn betäubend töten würden, würde man nur seine Waffe bekommen. Ein Betäubungsscharfschützengewehr, mit dem ich nicht viel anstellen kann, um ehrlich zu sein. Um seine Uniform zu bekommen, welche richtig krass ist, müssen wir uns von hinten an ihn ranschleichen und ihn halt die Waffe vors Kinn halten, damit er halt Freeze macht, also Freeze, Hände hoch, so, wisst ihr? Ich nenne es Freezen, ich weiß nicht, wie man es sonst sagen soll. Jetzt wird es halt sehr spannend, weil wir nicht wissen, wo er ist. Und er weiß auch nicht, wo wir sind, außer er sieht uns natürlich. Er kann überall auftauchen. Ugh. Ich hab ihn hier. Wo ist er? Da. Hi. Wo rennt er hin? Da. Hä? Warte, ich schnapp mir mal kurz die. Ah, er rennt dahin, da ist eine Sackgasse. Vielleicht bekommen wir die Tarnung. Wenn wir Glück haben, bekommen wir vielleicht die Tarnung. Weil da ist eine Sackgasse. Wenn er uns nicht sieht, können wir uns vielleicht an ihn ranschleichen. Mit sehr viel Glück. Sicher ist sicher. Komm, für die kurze... Moment, machen wir hier die Spinne rein. Au! Ja. Ey, hau nicht ab. Ich töte dich. So, okay. Er hat uns mit seinem Mousing Nagel erwischt. Das bedeutet, wir nehmen jetzt an Ausdauer ab. Plus dann noch von der scheiß Spinnen ist scheiße. So. Und gleich was futtern. Nehmen wir gleich das hier mal. Da rennt er. Mist, der hat uns gehört. Das ist scheiße. Da ist er runtergerannt. Weißt du, so ein alten Knacker ist er schon recht schnell drauf, ne? Jetzt habe ich seine Fußabdrücke verloren, oder? Wo ist mein Infrarotsichtgerät? Der ist hier lang. Okay. Der ist da runter. Wo ist denn der hin? Huh! Wo ist er? Wow! Ist okay, ist okay. Wo bist du? Ach, da! Na, ja, das bringt's ja auch, gell? Alter, der Typ kann rennen, das ist unmöglich. Wenigstens weiß ich, wo er hinläuft. Jetzt dahin? Ich glaube, der ist da stehen geblieben. Ich schleim mich mal von hinten an. Hallo, Ziege.
ist richtig blöd. Selbst wenn ich so langsam laufe, hört man meine Schritte. Das ist echt ätzend. Nur mal die hier. Der muss ja nicht wissen, dass die Waffe leer ist. Nein! Arschloch! Verreckt! Mann ey, ich möchte mich doch an dich ranschleichen. Mensch, egal, stirb. So, kurz einen Prozess machen hier. Spirits of the forest, I thank you. The boss would be proud of you. The time has come for a younger generation to rise. I've been wandering for more than a century, and now my journey comes to a close. What a splendid way to end it all. I have no regrets. I can return to the Forum Arla. Lecker. So, damit war's das mit dem Scharfschützen-Opa. Und da müssen wir durch. Ich hätte so gern die Tarnung gehabt. Das ist nämlich eine meiner Lieblingstarnungen. Die Moos-Tarnung ist nämlich in dem Sinn gut, weil man mit R eine 100%-Ding erreichen kann. An bestimmten Stellen. So, du Scheißziegel, verreck. Ich brauche was zum Futtern. Weiß zwar nicht, wie es schmeckt, aber ich probiere es einfach mal. Probieren geht schließlich über Studieren. Na, schmeckt doch ganz gut. Ich persönlich würde es zwar nie probieren, weil, naja, aber ist schon Ziege, ganz ehrlich. Ach ja, jetzt geht's doch wieder weg. Jetzt geht's endlich nach Groznygrad. Oder in Richtung Groznygrad. Wir haben noch einen kleinen Weg vor uns, bis wir da sind. Jetzt wird's erstmal schön. Wir dürfen jetzt nämlich eine ganz, ganz hohe Leiter hoch. Aber die Frau, die den Titelsong Snake Eater gesungen hat, begleitet uns. Ach schön, ich mag das Lied. Nein. So schlimm ist jetzt auch wieder nicht.
So, wir sind da. So, unser lieber Freund muss noch was fressen. Ne, nicht heilen, fressen. Nehmen wir doch gleich nochmal so eine Schraubenziege. Ja, gell? Und wenn wir jetzt in den Bergen sind, sollten wir uns vielleicht was anderes anlegen. Ich glaube, das hier ist ganz gut so. Bin mir nicht ganz sicher. Sehen wir ja gleich. Krasno-Gorje-Gebirgsstation. So. Jetzt sind wir hier oben in den Gebirgen und da unten waren wir gerade eben noch. Schön, ne? Ich guck gerade mal, ob die Tarnung so passt. Die Tier gibt noch plus 10. Dann trage ich die ja auch. Ist ja klar. Ha, Ocelots Tarnuniform ist doch cool. Nehme ich gerade an, haben wir voll, aber so ein Serum kann nicht schaden. Kann es sein, dass... Ja, die Sonne geht langsam schon wieder unter. Aber es ist jetzt nicht so, dass es hier einen realistischen Tag-Nacht-Zyklus hat. Es ist so, dass hier halt die Sonne untergeht. Das ist bei jedem Spielablauf so. Egal, wie lange man braucht oder wie schnell man ist. Hi. So, der Typ hat einen Raketenwerfer. Aber der kann uns jetzt nichts mehr tun. Nein, nein. Der Skorpion wollte mich gerade vergiften. Deswegen bin ich gerade so weggehechtet, weil er ist gerade schon zu mir hingerannt. Da war doch niemand. Jetzt stell dich doch nicht so an. Schlaf ein. Ups. Oh. Hi. Ja. Fressen ist lecker. So. Ist doch auch egal. Schluss mit MK22. Hasch, Papi. Jetzt wird erst ernst gemacht hier. Jetzt wird Männertime. Jetzt wird richtig gekillt hier. Bam. Bam. Hallo. Ich wollte euch nur wissen lassen, ich töte gerade eure Leute. Und den Geier. Ich könnte sogar mit dem Scharfschützengewehr den Typen da abschießen. In dem Heli, aber ich glaube, das tut sehr viel Aufmerksamkeit erregen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, ich versuch's nachher mal. Schon wieder einer. Ich habe gerade einen getötet, da kommt gleich schon der nächste. Voll die Aasgeier, ey. Da, schon wieder. Der Typ tut mir irgendwie leid. Was ist denn der Heli? Hä? Wie ist denn der an mir vorbeigekommen? Bin ich was so blind? Achtung! Entschuldigung. Das wäre jetzt beinahe ins Auge gegangen. Komm. Besuch mal deine Freunde da unten. Hui. Da ist er weg. Da oben ist, glaube ich, sogar noch einer lebend. Aber gleich nicht mehr. Wenn wir kommen. Yes. He's dead. Ich verpasse den dauernd. Was ist denn da los? Scheiße! Total schlau. Ich hab gedacht, ich will jetzt cool sein und schieße den mal ab, aber naja.
Ach, da kommen ja ein paar. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Helikopter. Ach, ja. Guckt halt zu. Wer? Ach, da. Da ist der Heli. Komm schon, ich muss den Schützen treffen. Ja! Haha! Tschüss! Ja. Aber es interessiert dich nicht mehr, weil du bist eh tot. Wo läuft denn der hin? Ich hole mir jetzt erstmal einen tragbaren Raketenwerfer namens RPG-7. Hi. Tschüss. Oh. Na ja, warum nicht? Yeah. Mach mal ein bisschen Schaden hier mal. So geht das. Wer sieht uns? Was machst du denn da oben? Mit deinem Kumpel. Also ich bitte euch, jetzt wird's echt lächerlich hier. Wie viele? Kommen denn da noch? Immer noch nicht. Ist ja scheiße. Ja, ich wollte ein bisschen aggressiv heute sein. Einfach aus dem Grund. Weil es toll. Mal so zu machen. Jetzt macht die Tür auf. Keine Ahnung, wo der ist. Wir müssen halt jetzt im nächsten Gebiet vorsichtig sein. Der hat sich so nah angehört, aber der war ja nicht nah.